Der da kommt. Amen. Liebe Digitalgemeinde, der Predigttext für den heutigen Karfreitag steht in vielen Bibeln unter der Überschrift Jesus leidet und stirbt. Lassen Sie uns die Geschichte nach dem Johannesevangelium hören. Sie steht in Johannes 19, die Verse 16 bis 30. Da überantwortete Pilatus ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber und er selber trug das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht der Judenkönig, sondern dass er gesagt hat, ich bin der Judenkönig. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu den Rock. Der aber war ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander, lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll. So soll die Schrift erfüllt werden, die sagt, sie haben meine Kleider unter sich geteilt, und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu, seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Ysop und hielten ihn an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und verschied. Wann immer ich an Karfreitag predige, fühle ich mich im Zentrum aller christlichen Traditionen. Und es ist so viel, so dicht, was gesagt wird. Viele Bilder, Lehren und Traditionen hängen an dem Kreuz Christi. Jesus leidet und stirbt. Das ist die Überschrift. Aber sie sagt so wenig. Viele Menschen leiden und sterben, und je mehr Sterbende ich begleitet habe, desto mehr muss ich sagen, Leiden und Leiden sind nicht zu vergleichen. Es ist immer schlimm, und vielen stehen heute die Leiden ihrer Lieben,
die schon gestorben sind, vor Augen, wenn es um den Karfreitag geht. Lachhaft wirkt der Streit zwischen Pilatus und den Schriftgelehrten, ob Jesus der Judenkönig war oder nur gesagt hat, er sei der Judenkönig. Die Eingeweihten wissen freilich mehr. Er war nicht der Judenkönig, er war der Sohn Gottes. Doch er nannte sich Menschensohn. Er war ganz durch und durch Mensch. Auch wenn kirchliche Lehren ihn zu einem Mischwesen manchmal machen zwischen Mensch und Gott. Er ist gestorben, wie andere große Männer und Frauen auch gestorben sind, weil unser Körper vergänglich und verwundbar ist. Wenn Jesus Wunder getan hat, dann immer unter dem Vorzeichen, dass der Glaube Berge versetzen kann, der Glaube an Gott wohlgemerkt. Und er selbst sieht sich im Johannesevangelium als der Weg zu Gott, als eine Hilfe für uns, an Gott zu glauben. Das Johannesevangelium sagt im ersten Kapitel, Jesus ist das Wort Gottes, der Mund Gottes, der Mund, der Leben in die heiligen Schriften einhaucht. Aber er ist sterblich, Karfreitag. Und er ist menschlich, so wie er als Sohn für seine Mutter und seinen Lieblingsjünger noch am Kreuz sorgt, dass sie Trost finden über den Verlust. Die beiden Menschen, die ihm besonders am Herz liegen und die bei ihm in der Not ausharren. Das sind wertvolle Menschenkinder, die sich immer unter dem Kreuz finden. Diese Erfahrung habe ich in Trauergruppen gemacht, dass hier sich Menschen finden und tiefe Freundschaften und Beziehungen schließen, weil sie wissen, wie sehr Trauer das Herz brechen kann. Das ist dann gerade inmitten von allem Leid. Wenn ich sowas erlebe, bin ich dankbar. Und diesen Moment finde ich hier an Karfreitag auch in der Schrift wieder. Aber in einem bin ich nach wie vor auf der Suche, immer wieder, wenn ich diese Schriften von Karfreitag lese. Warum musste geschehen, was geschehen ist? Der Bericht des Johannes bleibt hier merkwürdig dünn. Jesus scheint alles zu erleben, was in den Schriften vorhergesagt wird. Mantelteilung und das Quälen mit essigsaurem Wein, wie in den Psalmen es angekündigt wird. Jetzt springe ich einmal zu unserer Tradition. Es wird oft gesagt, oder ich höre es oft, Jesus ist für uns, für unsere Sünden gestorben. Aber da ist irgendwo ein Denkfehler drin. Wenn er dafür gestorben ist, warum sündigen wir dann einfach weiter? Und warum machen gerade wir Christinnen und Christen das manchmal besonders heftig? Lange habe ich geglaubt, was ich selbst gelernt habe an den Universitäten, als ich studiert habe. Dass Jesus gestorben ist für unsere Sünden bedeutet, dass Gott uns all unsere Sünden verzeihen wird nach dem Tod. Man nannte es zu meinen Studienzeiten kurz mit einem Wort Allversöhnung. Ich habe es nicht nur geglaubt, ich habe es auch gepredigt. Heute sehe ich, dass es falsch war und ich bereue es. Den vergangenen Karfreitag habe ich die Sterbestunde Jesu mit einer Frau betend geteilt, die in ihrer Jugend von ihrem Vater, einem Pfarrer, mehrfach missbraucht wurde. Sie war davon gezeichnet bis heute. Und sie erzählte davon genau in dieser Stunde. Und es war der glatte Hohn, dass dieser Mann seiner Tochter auf dem Sterbebett erklärt hat, Gott hat mir verziehen. So kann es nicht gemeint sein, diese christliche Botschaft, auch nicht, was Jesus verkündet hat. Im Vater unser und in der Bergpredigt heißt es, dass wir zuerst uns mit unseren Mitmenschen versöhnen sollen. Und auch in den Briefen heißt es, dass die, die lehren, ein besonderes Gericht erwartet, anders als andere Christen. Zunächst müssten doch die Opfer den Tätern verziehen haben, bevor Gott um Verzeihung gebeten wird. Eine menschliche Absolution kann nicht vor der Wiedergutmachung an denen, die gelitten haben, stehen. Denn sonst meinen einige, einen besonderen Trick anwenden zu können. Wer die höhere Vergebung durch Gott bekommt, der muss nicht unbedingt die Versöhnung
mit dem suchen, dem er Unrecht getan hat. Jetzt können wir an die mit Recht an die Öffentlichkeit gezerrten Missbrauchsskandale nicht nur in den Kirchen denken, aber vielleicht nicht mal nur dort, sondern auch an unser eigenes Leben. Karfreitag ist nämlich der ehrliche Blick auf das Leben, wie es ist. Kein zu Kreuze kriechen, sondern um aufrecht und versöhnt weitergehen zu können. Ich habe als Pfarrerin viel mit durchkreuzten Beziehungen zu tun, in denen diese Ehrlichkeit vonnöten ist. Zum Beispiel in der Gruppe der verlassenen Eltern. Und Karfreitag zeigt mir, wie Menschen sich in Schuld verrennen können, wie sie um Worte streiten, wie Pilatus und die Schriftgelehrten, wie Kostbares kaputt gemacht wird. Das Gewand Jesu, was in einem Stück gewebt wurde, wird einfach zerrissen. Oder wie anderen Saures eingeschenkt wird, der Essigschwamm am Kreuz. Nicht alle Opfer sagen wie Jesus schon im Voraus: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oft stehen Menschen dann vor ihrem Kreuz, ihren durchkreuzten Lebensentwürfen und überlegen, was sie jetzt noch tun können. Es hilft nur eins: alles anders zu sagen, zu sehen und zu tun. Und hier kommt schon Ostern ins Spiel. Wenn das gelingt, dann kann das Kreuz überwunden werden. Ja, ich glaube, es ist der Beginn des neuen Lebens mitten unter uns. Für mich ist das sehr treffend in den Worten von Tina Wilms formuliert. Sie nennt diese Worte umformuliert. Wir haben es nicht gewusst. Wir hätten es wissen können. Ein paar Klapse haben keinem Kind geschadet. Ich wusste mir nicht mehr zu helfen. Wir wollten doch nur dein Bestes. Wir haben nicht gesehen, was du brauchst. Das lässt sich doch sowieso nicht ändern. Ich bin zu verzagt für den ersten Schritt. Mir kann niemand helfen. Ich habe Angst vor Veränderung. Das glaube ich nicht. Du sagst die Wahrheit. Ich vertraue dir. Solche Sätze möge uns der Karfreitag finden lassen. Dann lassen Sie uns aufrecht auf Ostern zugehen. Amen. Okay, also. Die kleinen Buchstaben. Ja, okay. Jesus Christus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte
und brach's und gab's den Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desselbigen gleichen nahm er den Kelch nach dem Mahl, dankte, gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Wie die Körner einst verstreut in den Feldern und die Beeren einst zerstreut auf den Bergen, jetzt auf diesem Tisch vereint sind in Brot und Rebensaft, so lasst dein ganzes Volk versammelt sein in Gottes Reich. Wir beten gemeinsam, wie Jesus mit seinen Jüngern gebetet hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr des Herrn Tod, bis dass er kommt. Lassen Sie uns nun Brot und Traubensaft gemeinsam essen, und zwar nacheinander. Seht das Brot, gebacken zur Feier des Lebens, verteilt an Freund und Feind, damit die Liebe weiterlebt, trotz Hass und Verrat. Seht die Beeren der Traube, gewachsen und geerntet zur Feier des Lebens, verteilt an Freund und Feind, damit die Hoffnung weiterlebt, trotz Schmerz und Angst. Wir schmecken und sehen die Freundlichkeit Gottes, die Kraft des Lebens, den Geschmack der Versöhnung, das Zeichen der Auferstehung. Die Stärke und bewahre uns im Glauben zum ewigen Leben. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen. Leuchten über euch und sei euch gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.